Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir ein leckeres Emma-Sauerteigbrot. Emma, eins der ältesten Getreide, das es gibt. Vorfahren von Dinkel und Weizen. Auch ein Urgetreide wie Einkorn. Da habe ich auch schon ein Rezept dazu gemacht. Und als erstes mahle ich mir mal die Emma-Körner zu Mehl. Hier sehen wir auch ein kleines Korn. Emma wird wie Einkorn auch viel Schalenanteil haben. Wenig Mehlkörper, das heißt, die Backeigenschaften sind dadurch auch schlechter. So sieht das gemahlene Mehl aus, also wenig Mehlbestandteile, mehr Schale. Aus diesem Grund mache ich mir hier draus zuerst ein Brühstück. Ich nehme 120 Gramm in eine Schüssel. Und hier habe ich 120 Gramm Wasser, das koche ich mir auf. Dann nur noch über das Mehl gießen und alles zusammen durchmischen. Richtig gut durchmischen, bis das so eine Pappe gibt. Das decke ich mir zu und stelle es in den Kühlschrank. Dann die zweite Vorbereitung, mache ich mir den Sauerteig. Hier habe ich 260 Gramm warmes Wasser in etwa 35 Grad. 60 Gramm Sauerteig, Weizen grundsauer in meinem Fall. Ich führe den immer fest, aber es geht auch mit Roggensauerteig oder Weizensauerteig, der flüssig ist, absolut kein Problem. Wichtiger ist, dass der schön triebfähig ist. Gebe ich mir jetzt Wasser, schlemme ich kurz auf. Dann gebe ich noch 400 Gramm Weißmehl dazu und mische alles durch. So gut es geht in der Schüssel mischen, dann rausnehmen und einfach noch von Hand durchkneten. Kannst du auch in der Küchenmaschine machen. Ich finde es aber richtig cool, zwischendurch einen Teig von Hand zu kneten. So, das war's. Zurück in die Schüssel. Und das war's auch schon. Das ist ein ganz einfaches System. Das habe ich schon beim Einkorn Urdinkel Vollkornbrot angewendet. Alles gut durchmischen und jetzt den Sauerteig 3 bis 3,5 Stunden zugedeckt aufgehen lassen. Teig ist bereit, ist gute 3 Stunden aufgegangen. Falls du keinen Sauerteig hast, dann empfehle ich dir natürlich einen zu züchten. Am Ende des Videos verlinke ich dir eine Lektion oder ein Video dazu. Und wenn du keinen hast und lieber Hefe nimmst, dann wären das etwa 3 bis 4 Gramm Hefe, die du hier einsetzen kannst anstelle von Sauerteig. Jetzt wird das Ganze zusammengefügt, das könnte ich wieder von Hand kneten. Ich gebe es aber dieses Mal in die Maschine. Brühstück habe ich mir zum Kühlschrank rausgenommen, gebe ich mir in die Küchenmaschine. Den Teig dazu. Und dann fehlt noch das Salz, 12 Gramm auch gleich dazugeben. Und hier habe ich 40 bis 50 Gramm Mehl. Das hebe ich einfach noch zusätzlich darunter, damit ich einen schön trockenen Teig bekomme. Das mische ich nur so lange, bis ein Teig entsteht. Der ist jetzt schön trocken und tipptopp zum Verarbeiten. Den nehme ich raus.
Und der Sauerteig und das Emma-Brühstück haben sich jetzt perfekt verbunden mit dem Salz zusammen. Das ist eine andere Methode hier, darum keine Stockgare jetzt zusätzlich. Ich hatte den Teig schon so lange aufgehen lassen. Und jetzt rundwirken. Oben die Oberfläche wie immer zuerst im Mehl und dann Mehl weg. Nehme ich mir hier einen Gärkorb. Staube ich mir etwas aus. Und lege das Teigstück rein. Mit dem Schluss nach oben zudecken. Und jetzt machen wir nochmal eine Stückgare von 60 bis 90 Minuten. So nach guten 30 Minuten beginne ich mir den Ofen auf 250 Grad vorzuheizen. So, es ist soweit. Brot kommt in den Ofen. Schieße ist vorbereitet, etwas Mehl darauf, stürzen. Und was ich jetzt mache, so mit den Händen noch leicht oval. Einfach nur so tätscheln. Durch das Mehl ist der Teig jetzt schön fest geworden, schön trocken. Und so kann ich es noch leicht in die Länge formen. Im Anschluss nehme ich ein scharfes Messer und ziehe hier einmal so eine Wellenbewegung durch. Sieht es aus wie so eine Kaffeebohne. Und dann ab in den Ofen damit. Heute wieder im Brofen. Glaskuppel entfernen. Teigstück abschieben. Kuppel aufsetzen, damit schön Dampf entsteht. Und dann erstmal für 35 bis 40 Minuten bei 250 Grad backen. Später, Glaskuppel abheben und jetzt siehst du hier wunderschön das Brot. Emma, wie schon gesagt, hat schlechtere Backeigenschaften, darum ist hier der Ausbund natürlich auch dezent. Wäre es jetzt nur weißes Mehl, dann hätte es gemacht Puff und ich hätte einen stärkeren Ausriss. Aber so sieht es halt richtig rustikal aus, passt super zu Emma. Temperatur auf 210 Grad reduzieren. Und noch einmal für 10-15 Minuten knusprig ausbacken. Voilà, die Perle ist fertig gebacken. Super schönes Farbspiel, schöne Ausrisse, sieht richtig cool aus. Abschieben und auskühlen lassen. Zeit, die Perle anzuschneiden. Gefällt mir richtig gut, dieses Brot. Und richtig knusprig, man hört es schon. Schöne Krumenstruktur, schön feuchte Krume. Richtig knusprige Kruste, extrem knusprig, schön feucht, leichte Säure, nicht zu dominant. Dann mit dem Vollkornanteil des Emmas macht es das Ganze schön nussig, wunderbar gelungenes Brot. Macht richtig Spaß mit Urgetreide zu backen. Emma alleine ist nicht unbedingt perfekt backfähig. Man hat es gesehen, es ist doch noch gut in die Breite gelaufen. Darum unterstützend mit Weizenmehl. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Kommentar da lassen, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren. Du weißt Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.